Der Antoniusplatz war schon dicht bevölkert, als von der Geehrten noch keine Spur war. Die Dorfgemeinschaft von St. Ulrich, ganz Gröden und viele Gäste wollten der Ausnahmeathletin nach dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille die Ehre erweisen. Eine Bronzemedaille, ein dritter Platz beim wichtigsten Wettbewerb in einer Sportlerkarriere. Sie fehlte noch in Carolina Kostners Titelsammlung und jetzt ist der Traum Wirklichkeit geworden. Ich habe immer gedacht, dass eine Olympiamedaille ist das Ziel. Wobei, als ich dann auf dem Podium stand und die Medaille um meinen Hals getragen habe zum ersten Mal, da ist mir klar geworden, dass eigentlich nicht das Gewinnen der Medaille das Ziel ist, sondern der ganze Weg dahin. Und ich bin so dankbar und ich fühle mich so privilegiert, so viele tolle Momente auch weg von den Scheinwerfern im Training zu Hause erlebt zu haben. Und die eigentlich immer von diesem Olympiatraum motiviert wurden. Und dieser Traum hat mich immer wieder motiviert, in der Früh aufzustehen, auch wenn ich müde bin und so. Und deswegen, ja, es klingt fast ein bisschen unglaublich für mich, weil ich doch sehr lange, 13 Jahre lang, darum gekämpft habe. Und deswegen ist diese Medaille für mich auf jeden Fall Gold wert. Viele haben mir während ihres Laufes in Sotschi die Daumen gedrückt. Und auch im Dorfzentrum des Grödner Hauptortes zeigen die Menschen Präsenz. Auf der traditionellen Kutsche wird der Star durch die Menge chauffiert. Die Fans begrüßen und bejubeln sie. Die Musikkapelle, die Skilehrer und die Kinder des Eisclub Gardena begleiten Carolina bis zur Bühne. Man spürt so richtig, dass sich die Dorfgemeinschaft für und mit Carolina Kostner freut. Ich glaube, diese Medaille bedeutet ganz besonders für Carolina, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ganz, ganz viel. Die letzten Weltmeisterschaften in Nizza dieses Jahr gewonnen hat, waren schon voller Emotion. Aber das ist ganz sicher ganz fantastisch, auch für Südtirol, denke ich. Und ich glaube, wir dürfen wirklich eine riesige Freude haben, dass es eine Caroline Kostner gibt. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass sie auch bei den Weltmeisterschaften sehr gut abschneidet. Unter den Ehrengästen sind natürlich auch Carolinas Eltern Patricia und Erwin Kostner. Als ehemaliger Eishockeyspieler und Olympionike in Sarajevo weiß der Vater ganz genau, was Olympische Spiele für einen jungen Sportler bedeuten und welche Gefühle diese wecken können. Viele träumen davon und wenige haben die Gelegenheit, da mitzumachen. Es ist immer eine sehr große, da braucht es sehr viel Arbeit, sehr viel Ausdauer, sehr viel Mut auch. Und wenn man Niederlagen einstecken muss, wieder aufstehen und nochmal weiterlaufen. Und das zeichnet halt die großen Sportler aus. Und deswegen bei einer Olympiade dabei zu sein, ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Als der Olympialauf von Carolina auf die große Leinwand projiziert wird, sind alle wieder ergriffen. Bei ihrem dritten Olympiaauftritt wirkte die Grödnerin locker und zufrieden. Und so ist auch ihre Vorstellung gelungen. Im Inneren hat es aber ganz anders ausgesehen. Ich muss ehrlich sagen, als ich den ersten Schritt aufs Eis gemacht habe, als mein Wettkampf dann stattfand, da hatte ich eine Riesenangst davor. Ich habe mir einfach nur dauernd gesagt, habe den Mut, jetzt noch die letzten Schritte zu machen und danach kannst du die Zeit genießen. Die Medaille ist natürlich auch ein super Erfolg für nicht nur mich, sondern auch für die ganzen Leute, die mir die ganzen Jahre unterstützt haben und an mich geglaubt haben. Deswegen ein Dankeschön an allen. Im Unterschied zu den Spielen in Turin und Vancouver, wo es für Carolina alles andere als gut gelaufen war, hat sie diesmal ihre Mutter Patricia nach Sotschi begleitet. Denn die Athleten brauchen ihre Familien. Das Umfeld für alle Athleten muss die Familie stimmen, weil es gibt viele Situationen bei den Athleten, wo sie die Familie brauchen. Und ich habe es in Sotschi noch besonders gemerkt, weil ich habe so viele Muttis von ganz Europa kennengelernt in der gleichen Situation wie ich. Und alle sind brave Muttis und die haben alle ein Herz für ihre Kinder und Kummer und Sorgen und haben den gleichen Stress während der Meisterschaft wie ich. Der Wettbewerb von Sotschi ist ein Erfolg gewesen. Carolina hat die beste Bewertung ihrer Karriere erreicht, was die Bronzemedaille bedeutet hat. Das Ergebnis war aber umstritten.
Es wurde von Schiebung zugunsten der russischen Siegerin Adelina Sotnikova gesprochen. Carolina Kostner schmeckt ihre Medaille aber trotzdem. Ich weiß, dass über unser Resultat sehr viel diskutiert wurde und ich finde das eigentlich sehr schade für unser Sport. Denn man würde sich immer wünschen, dass es fair gerichtet wird. Für mich, ich habe den besten Wettkampf meines Lebens gemacht und ich bin so zufrieden mit wie ich gelaufen bin, wie ich den Druck standhalten konnte und wie positive Emotionen ich einfach auch mit den Leuten, mit denen, die immer an mich geglaubt haben, jetzt teilen kann. Ich habe mir immer gewünscht, mit einem Lächeln zufrieden von einer Olympiade wieder nach Hause zu fahren und so ist es. Und ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Mit 5 Europameistertiteln, einem Weltmeistertitel und einer Olympiamedaille hat Carolina Kostner mit 27 Jahren alles gewonnen, was es im Eiskunstlauf zu gewinnen gibt. Ihre Karriere hat länger gedauert als bei vielen anderen und ein Platz in der Geschichte dieses Sports ist ihr sicher. Und nun? Das fragen sich wohl alle. Dann weiß ich eigentlich selber nicht genau, was mich erwartet. Mal sehen. Vom 24. bis 30. März stehen im japanischen Saitama die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften an, bei denen die Athletin aus St. Ulrich ihren 2. Platz vom Vorjahr verteidigen will. Und dann wird man wohl erfahren, ob es der letzte große Wettkampf von Carolina Kostner war.